Mein Name ist Birgitta Lobmeier. Ich bin seit 1997 auf der Volksbank und inzwischen jetzt in der Volksbank Oberösterreich tätig. Bin so ein bisschen ein Fusionskind, also meine erste Fusion habe ich mitgemacht 1998, wo wir zur Volksbank Vöcklabruck-Gmunden zusammen fusioniert wurden. Ich bin da mitgewandert und konnte einen neuen Aufgabenbereich übernehmen, was für mich eine gewisse Chance war und mich durchaus gefordert hat. Ich habe mich dann entschieden, oder ich hatte das große Glück, zwei Jungs zu bekommen. Also meine Jungs sind 14 und 18 und die schaffen es mit bemerkenswerter Ausdauer, mich vor und nach der Arbeit auf Trab zu halten. War aber trotzdem möglich, auch nach kurzer Auszeit oder Karenzzeit wieder eine qualifizierte oder auch interessante Aufgabe zu übernehmen und dadurch eigentlich ständig am Ball zu bleiben und auch Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Die nächste Fusion stand dann eben an 2017. Bin eher, wenn ich so ehrlich sein darf, mit etwas Bauchweh da mitgegangen. Und jetzt im Endeffekt muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil ich in ein sehr tolles Team integriert wurde, wo ich auf Augenhöhe mitarbeiten durfte und auch von Vorstandsseite her sehr viel Vertrauen geschenkt bekommen habe. Große Herausforderung ist die Vielfältigkeit. Ich sehe uns als Vertriebsmanagement mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Agenten. Das Lebendige an meinem Job ist, ich bin nicht direkt im Kundenkontakt, aber ich sage immer, unsere Kundenberater sind meine Kunden und für die sind wir bestmöglich voll und ganz da. Nachdem mein Team wirklich jetzt seit 1.1. neu aufgestellt wurde und viele Bereiche dazugekommen sind, muss ich erstens mal, wenn ich das auch hier darf, einen großen Dank aussprechen, weil sie sehr, sehr eigenständig arbeiten. Allein diese Vielfalt oder diese ständig neuen Agenten machen es sehr, sehr lebendig. Und es sind oft die kleinen, diese schönen kleinen Erfolge, wenn es zum Beispiel mal nur ist, jemandem zuzuhören, ja, dass jemand einmal Dampf ablassen kann. Ich kann oft dann nicht wirklich die Hilfestellung sofort bieten, aber ich merke dann einfach, es war einfach gut, ihm zuzuhören und dann geht es schon wieder weiter. Es sind oft sehr, sehr viele kleine Erfolge, die tagtäglich meinen Job toll machen, ja.